Hallihallo, Freunde der etwas schlechteren Unterhaltung. Hier ist wieder der Zug mit etwas ganz Neuem. Ich weiß, wir können es kaum erwarten, dass Gengar endlich Outlast zu Ende Let's Plays. Aber, naja, wir wissen ja, er uploadet nicht sehr regelmäßig. Deswegen hier mal was ganz Neues. Nightmare House 2, eine schöne Mod für Half-Life 2. Der erste Teil kam 2005 raus, jetzt der Remake, na gut, jetzt 2007 kam das raus. Und ich dachte mir, ein bisschen Horror hier und da ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ich denke mal, wir werden einfach mal ein neues Game erstellen und gucken, wie wir uns schlagen. Nightmare House 1, das ist glaube ich eine einzige Map, ist relativ kurz. Spielen wir erstmal durch und dann kommen die ganzen anderen Chapter, blablabla, 7 Stück insgesamt. Ich denke mal, wir fangen einfach mal an und schauen, wo uns das Ganze hinführt. Ja, mit deinem Haus 2 geht's gleich nach dieser Map weiter. Ah, hier sind wir auch schon. Ja, Autounfall. Der Klassiker. Naja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich werde die Huster rausschneiden, sofern ich kann. Aber ich nehme keine Garantie dafür. Ah, hier geht's nicht lang. Ja. So ein Haus geht man gerne rein. Ah, Physics. Das ist gut, wieder Half-Life 2 zu spielen. Ja, gut. Das ging ja wahrscheinlich schon am Schreien wie ein kleines Mädchen, aber wir reißen uns mal am Riemen. Oh. Hier gibt's auch Combat. Wir sind ja keine Pussys wie irgendwelche Poor-Reporter. Aber dieses Hin und Her wackeln, das macht einen ja schon ganz schön kirre, irgendwie. Ah, hier geht's auch nicht lang. Moment. Ah. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen 2D. Und die Bäume schweben ein bisschen, aber... Ah, wir wollen ja diese Mod nicht fertig machen. Immerhin, das ist gratis. Ist doch schon ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Oh Gott, das Film. Dass wir diese Taschenlampe haben. Oh shit. Gegner gibt es nämlich auch. Wollen wir natürlich auch sehen können, wer das ist. Oh, das sagt schon 3.0. Oh. Oh, ich kann einfach durchgehen. Kein Regenerating Health. Da muss man auch mal aufpassen, was man macht. Ah. Mir gefällt diese Treppe nicht. Da. Oh! Jetzt haben wir hier wieder Half-Life 2 Pistol. Oh ja, da muss ich jemand von erzählen. Diese Mods zum Laufen zu bringen war auch schon ein ziemliches Gehampel. Da waren ein paar Updates anscheinend für Half-Life 2, die alle Mods von damals kaputt gemacht haben. Oh je. War ein ziemliches Gefriemel, die zum Laufen zu kriegen. Aber gut.
Solange sie überhaupt funktioniert, bin ich froh. Ah. Hier geblieben. Ah, verdammt nochmal. Ah. Vielleicht stapel ich die einfach vom Boden aus. Ah, Gottes Willen. So, jetzt nochmal hier. Oh Gott! Okay. Vorsichtig. Gleich haben wir's. Oh. Ja, so, jetzt haben wir's. Oh nee. Hey, bin ich dumm? Ah! Oh, du Scheiße. Ja, sicher ist sicher, ne? Oh, Alter! Oh mein Gott. Wie viel Schuss habe ich überhaupt? 18 Schuss. Noch mehr Schuss, sehr gut. Oh je, das gefällt mir nicht. Ah ja, Quicksave F5. Ah, müssen wir kurz so nachgucken. Lalala. Quicksave F6. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, scheinbar. Egal. Das können wir auch noch nicht mehr einstellen. Half-Life 2 saved. Boah, wie schnell regeneriert sich die Taschenlampe. Das ging ja mir wahnsinnig. Irgendwie. Das sind ja Medkits. Oh Gott, das. Ja. Ah. Vielleicht doch lieber mit der Pistole. Aha. Oha. Eieiei. Nach langem Zonen ein bisschen billig, aber wie gesagt, wir wollen uns ja nicht beschweren hier. Das ist hier eine Atombombe. Munition. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommt, aber ich laufe anscheinend mal drüber. Eieiei. Ah. Was? Wo? Oh. Alter, diese, das sieht ja schon so aus, bricht ihm was zusammen gleich. Schnell sprinten? Ja. Der Sound beim Sprinten. Glück gehabt. Na. Wir müssen also doch hier runter. Ohne dass wir uns alle Beine brechen. Das klingt auch nicht gut. Oh, ja. Wo geht's lang? Hey, irgendwo klemme ich fest. Ah. Sieht verdächtig aus. Ah, ich slide. Ah! So, jetzt geht's wieder. Hm. Oh shit! Thank you.
Tja. Oha. Also, das sieht verdächtig aus. Ja, gut. Lieber so als anders. Ja. Ja, typisch. Headshots only. Hat eh keiner gemacht. Gib mir die Shotgun! Ah. Jetzt im zweiten Teil. Hä? Ah. Was? Shit. Ah, das sind diese fetten Teile. Kennen wir uns Half-Life. Shotgun-Ammo. Oh, was? Auf 5? Wieso ist das auf 5? Na, egal. 6. Fire both barrels. Holy shit. Ah, gut, dass ich das noch angesprochen habe. Wusste ich, was zu tun ist. Storage. The key is required. Munition ohne Ende. Ups. Ah. Das muss ich noch kurz ändern. Da ist der Key. Ah. Wieder sowas. Warum hätte man hier eine Tür? Wenn. Och du Scheiße. Ah, lad ihm auf. Schupp. Warum hat man hier eine Tür, wenn hier sowieso nichts ist? Bricht das hier zusammen? Die Texturen sind falsch rum. Max Payne? Hallo Max Payne, bitte? Wieder so eine sinnlose Tür, wofür ist das? Oh Gott! Ja, ja. Hm. Ah, hier wird die Munition. Sehr gut. Alles nachladen, klingt gut. Neue Munition. Exzellent. Die Sounds. Dann ziehen wir uns mal durch. Ich denke mal, Nuder Jump. Und man schafft das Ganze auch ohne Probleme.
da, aus dem Weg. Hier möchte man lang. Ich will die Shotgun, man weiß ja nie. Au. Ohne Gnade. Holy shit. Leitern, mein schlimmster Feind. So, jetzt haben wir es aber. Na, ich hab doch lieber die Shotgun. Oh je. Oh, um Gottes Willen! Ah, oh, ich eb die Shit! Oh je, je. Scheiß fast Zombies. Wieder sowas? Fällt mir nicht. Wow, wow, du heiliger Scheiße! Hey, 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 diese Frau macht mich wahnsinnig. Alter, hab ich mich echt erschrocken. Scheiße. Ach du. Boah. Final Showdown. Ist das hier der... Ist das irgendwie hier jetzt der... Oh, ist der Eingang? Warum bin ich überhaupt gewesen? Ah. Oh, ja, ja, ja. Oh Gott, komm hier, ja. Das war nicht nett, oder was hier? Farm verteidigen. Ist nachgeladen? Ja, einigermaßen. Taschenlampe. Shit. Time to reload. Angenehm. Wait for the credits to end. Ah. Na gut, die Zeit können wir uns nehmen. Ja, es geht gleich weiter. Hoffen wir es. Ah, hier sind wir. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation, even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Ah ja, hier sind wir wieder. Jetzt der... Entschuldigung. Jetzt der zweite Teil, der viel besser ist als der erste, das weiß ich noch. Viel besser animiert, viel bessere Texturen, viel mehr Mühe gegeben, insgesamt viel detailreicher. Gucken wir mal, was uns hier ein bisschen erwartet, weil wir sind schon bei 20 Minuten. Oh! Security Alert. Area under Lockdown.
Please remain calm and wait for further assistance. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, hier einen Cut zu machen. Und mit Cut meine ich auch Cut, nicht so ein Scanger-Cut. Aber gut, ich werde jetzt mal speichern. Speichern, so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.